Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Mein lieber Mann, da haben wir mal zwei ganz junge Herrschaften. Schönen guten Tag, junger Mann. Ich bin der Leo. Leo freut mich außerordentlich, ich bin der Horst. Hallo, und ich bin die Charlotte. Charlotte freut mich außerordentlich. Und wie ich sehe, habt ihr noch zwei nette junge Herrschaften mitgebracht, Freunde? Das sind unsere Eltern. Wie heißt ihr denn? Ich bin die Ute. Ich bin der Roland. Ich finde toll, dass die Kinder hier vorne stehen. Jetzt mal ganz ohne Quatsch. So, solange man noch Kinder sagen darf, ne? Ja. Ich denke mal, bei dem jungen Mann darf ich noch Kind sagen, ne? Ja. Wie alt bist du, Leo? 10. Und deine Schwester, wie alt ist die? Ja, ich bin 19. 19, dann bist du schon am Studieren. Genau. Was studierst du? Ich studiere Medizin. Sehr vernünftig. Leo, weißt du auch schon, was du machen möchtest? Ja, ich würde gern Ägyptologe werden. Ägyptologe? Ja. Das heißt, du möchtest Ausgrabungen machen? Nein, das macht der Archäologe. Was habt ihr denn mitgebracht? Komm, ich mich an. Das wird ein Drama mit mir. Was habt ihr mitgebracht? Was ist das? Warum seid ihr hier? Wir haben hier eine Postkarte mitgebracht. Und die hat Karl May an einen bayerischen Prinzen geschickt, als er gerade auf Reisen war. Der echte Karl May? Der echte Karl May, den so viele Menschen gelesen haben. Ja. Und ja, wir haben die Postkarte von dem Onkel meines Vaters bekommen, beziehungsweise er ist verstorben und dann haben wir das von seiner Frau geschenkt bekommen. Ja. Und jetzt wollen wir die gerne verkaufen. Ihr seid aber nicht zufälligerweise noch mit dem bayerischen Königshaus verwandt. Leo? Nee. Nee, ich glaube nicht. Gut. Mein Lieber, Postkarte, Karl May. Ja. Fangen wir doch mal so an. Ist es eine echte Postkarte, die der echte Karl May unterschrieben und verschickt hat? Da ich ja schon beide Seiten gesehen habe, kann ich das jetzt schon mal vorab bestätigen. Wir haben eine Karte, jetzt kommt der Ägyptologe nämlich raus. Ja, es ist eine Grußkarte aus Ägypten. Mhm. Sie wurde zweimal frankiert, ja. Und sie wurde abgestempelt in Kairo. Und der 6.5.1899 ist das Datum, wann es versendet worden ist. Und angekommen in München ist sie nämlich dann hier am 24. Mai 1899, ja. Und jetzt kommen wir zum Empfänger. Der ist nämlich auch schon der Nummer. Seiner königlichen Hoheit, Prinz Adalbert von Bayern. Ja? Und zwar ans Schloss Nymphenburg in München, Alemannia in Bayern. Wie kam es dazu? 1899 ist Karl May nämlich zu seiner ersten außereuropäischen Reise aufgebrochen, ist dann nämlich nach Ägypten gereist und wurde dann, weil man das wusste, dass er reist, und er war zu der Zeit schon auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn. Er wurde dann gebeten, an mehrere Adressaten aus dem Königshause zu schreiben, unter anderem auch an Prinz Adalbert. Der war damals gerade mal knapp 13 Jahre alt. Kannte die sich? Persönlich wird der Prinz Adalbert nicht gekannt haben. Schau mal hier, Prinz Adalbert. Das wäre bei Freunden nicht passiert. Jetzt muss ich aber eins dabei sagen, soweit ich weiß, und das hat man jetzt, glaube ich, rausgehört, Karl May war da auf seiner ersten Auslandsreise, hatte aber schon die ganzen Bände geschrieben. Ja. Das heißt, und er hat ja immer gesagt, er selber wäre praktisch Old Shatterhand gewesen. Ja. Ne? In Wirklichkeit war der nie weg. Ne? Ja. Lass uns über Karl May reden. Er hat viele Abenteuerreisen geschrieben und beschrieben und auch sehr viele Bücher in der Ich-Form. Nämlich er hat sie als Erzähler geschrieben und hat sie sogar später als Reiseberichte aus seinen eigenen Abenteuern quasi ausgewiesen. Aber fangen wir mal mit der Frühzeit an. Also er ist schon sehr früh, mit 18 Jahren, das erste Mal als Dieb, als Betrüger und wegen Unterschlagung regelmäßig angeklagt worden. Kam dann sogar kurzzeitig ins Gefängnis. Er musste 4 Jahre lang in Haft, hat aber dann nur 3,5 Jahre von abgesessen. Um dann kurz danach schon wieder arrestiert zu werden, kam aber nicht ins Gefängnis. Weißt du warum? Nee. Weil er flüchten konnte. Schweinenigel. So, aber es hat auch nicht lange gedauert. Danach ist er nämlich wieder erwischt worden bei einer weiteren Betrügerei und kam dann endgültig für weitere 4 Jahre ins Gefängnis und dann aber wenig ins Zuchthaus mit verschärften Bedingungen. Also da kam man nicht so schnell wieder raus. Und das Gefängnis war für ihn eine ganz wichtige Station, denn dort hatte er Zeit, hatte eine Bücherei und hat hervorragend recherchiert über den Wilden Westen, genauso wie über den Orient und hat dann darüber, über diese Informationen hinaus, seine Romane schreiben können. So, jetzt würde ich gerne die andere Seite mal sehen. Genau, ob es wirklich Karl May ist. Ja. Jetzt drehen wir sie vorsichtig um. Oh, das sieht gut aus. Gruß aus Ägypten mit doppelten Ausrufezeichen. Leider ist eines davon etwas verwischt, aber dann May. Gut, jetzt kommt die große Frage. Das Geld wäre zur freien Verfügung für euch beide? Nein, also wir wollen gerne nach Ägypten fahren und das, was auf der Postkarte drauf ist,
selbst sehen. Okay. Was möchtet ihr denn gerne haben? Naja, was man für so eine Reise so braucht. Aber Minimum würden wir sagen 500 bis 700 Euro. Ja. Wie viel Reisezuschuss könnte es für die Karte geben? Tatsächlich ist es so, wenn man Karten von Karl May findet, die adressiert sind an private Adressaten, da ist es so, da wäret ihr mit eurem Preis bei 500 Euro schon sehr gut aufgestellt. Jetzt habt ihr schon so ein bisschen darüber nachgedacht, dass ein König oder ein Prinz mehr bringen müsste. Und da gebe ich euch recht. Also ich wäre hier in diesem Zustand bei 800 bis 1000 Euro. Ja, dann sind wir doch eigentlich in Ordnung, oder? Klingt gut. So, und da ich euch beide jetzt richtig einzuschätzen weiß, mit Mama und Papa im Schlepptau, habe ich keine Sorge, dass ihr bei den Händlerinnen und Händlern Knallacht verhandelt. Ja. Knallacht. Es war mir ein Vergnügen mit euch. Bitteschön. Danke. Dankeschön. Euch alles Gute und auf dass ihr alles sehen könnt nachher, was der erlebt hat da. Da geht's rüber. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Die erste Hürde wäre geschafft. Wildwest-Romantik im Rheingau. Die versprüht jetzt Familie Siegels Schätzchen im Schlosssaal. Ho! Gruß aus Ägypten. Von wem? Weiß man nicht. Mai ja, doch, steht von drunter. Mai, von Karl May. Ach, Karl May! Karl May ist natürlich ein Knaller. Karl May. Der war ja wirklich nur ganz selten außerhalb seines Heimatortes und hat gar nicht so viel gesehen, wie man meint. Und hat natürlich über Ägypten geschrieben. Das ist ja ein Knaller. Stark. Na dann. Toi, toi, toi. Mach's gut. Danke. Für Leo und Charlotte wird es ernst. Es geht hinein zu unserem Händlerteam. Ob der abenteuerliche und antike Karl-May-Urlaubsgruß bei den Herren und den Damen gefragt ist? Guten Tag. Ja, hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag euch beiden. Hallo. Hallo. Wer seid ihr denn? Also ich bin der Leo. Und ich bin die Charlotte. Hallöchen. Leo, wie schön. Hey, Geschwister? Ja. Schön. Wir dürfen euch duzen, das ist in Ordnung für euch. Na, ja, ich heiße Daniel, das ist dann okay. Ja, was Tolles mitgebracht. Ja, eine Postkarte. Ja. Das ist der Karl May. Kann das sein, dass sie vom Karl May ist? Ja, die ist von Karl May. Seid ihr Karl May-Fans auch hier beide? Super. Oder gewesen? Nein, wir kommen aus Dresden und Karl May ist ja in Radebeul verstorben und unsere Großeltern kommen auch aus Radebeul und deshalb waren wir schon einige Male im Karl-May-Museum dort. Ja. Mögt ihr denn lieber die Karl-May-Sachen aus der Wüste, also der Schut und sowas, oder wollt ihr lieber aus dem Wilden Westen? Die sind die besser. Lieber die Wüste, oder Leo? Ja. Die Wüste ist spannender? Okay. Interessant. Ja. Bei dieser Postkarte geht es natürlich nicht nur um Karl May, sondern auch um den, der die bekommen hat. Genau, der Prinz Albert von Bayern. Ja. Also bevor der Fabian anfängt, fange ich mal mit 80 Euro an für die Kiste, für die Karte hier. Das wird dir ja wohl mal wert sein, hoffe ich doch. Definitiv. Ich sag 300. Ein toller Sprung. 350. 400. 450. 500. 550. 600. 650. 700. Also ihr wisst schon, dass das nur eine Postkarte ist. Ja, ne? Ja. Aber was für eine? Das sind zwei ganz berühmte Menschen, das darf man nicht vergessen. Ja. Könnt ihr mir den Expertisenpreis verraten? Wollt ihr das machen? Das sind 800 bis 1000 Euro. Ja, so hätte ich dir auch eingeschätzt. Jetzt möchte ich euch was fragen. Was habt ihr vor mit dem Erlös? Also wir würden gerne nach Ägypten fahren. Ja, wir würden gerne nach Ägypten fahren. Ja, genau. Und eine Karte schreiben. Also wenn du ja in Kairo bist, du bist zwar jetzt nicht Karl May, aber das wäre ja eine schöne Sache, wenn du uns dann hier ans Team eine Karte schickst. Das stimmt. Das wäre schön. Das wäre cool. Ich sag 1.000 Euro. 1.100. 1.200. 1.300. Na. 1.400. 1.500. 1.600. 1.700. 1.800. 2.000 Euro. 2.100. 2.4. 2.5. 3. Was? 3. Ist das gut gelaufen? Ja. Ich glaube, jetzt ist eine Nilkreuzfahrt drin. Aber das ist nicht schlecht. Wollt ihr das machen mit 3000 Euro mit dem Daniel? Sprecht euch noch mal ab. Macht das mal in Ruhe. Mal gucken, ob sie noch was rauskriegen. Sie sind raus? Ja, frag doch mal nach. Ihr seid Profis, ihr guckt die Sendung oft.
Bist du wirklich raus, Wolfgang? Also ich gebe noch 200 Euro dazu und der Daniel kauft sie für 3.000. Da kriegt ihr 3.200. Was sagt sie jetzt? Ist das ein guter Deal? Ja. Ja. Na, also. Da klingelt die Reisekasse. Das ist das Bahnticket zum Flughafen, bitte. Die Expedition kann starten. Karl May sei Dank. Dann gibt's jetzt einmal die Ägyptenreise für zwei Personen. Das sind die 1.000. Das hier ist die Nilfahrt. Das sind die 2.000. Und das ist der Besuch in Gizeh. Okay. Und dann gibt's noch ein schönes Übernachten in der Wüste. Das müsst ihr unbedingt machen, das muss toll sein. Mit Schlafsack. 3.000. Thanks. Hat mir sehr gefreut. Vielen Dank. Ja, die zwei sind happy. Bitte schön, euer Geld. Thanks. Denkt ihr an die Postkarte für uns? Ja, machen wir auf jeden Fall. Mit auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Schönen guten Heim. War schön. Großartig. Wolfgang, ich wusste nicht, dass du ein so großer Karl May-Fan bist. Ja, das wusste ich in dem Moment auch nicht. Hey, das haben wir super gemacht. Ja, das ist ja gut. Wahnsinn.